habe mich damals für Bio entschieden, weil ich rein aus Überzeugung zu sagen, ich brauche kein synthetisches Düngemittel und wir brauchen keinen Pflanzenschutz. Zusätzlichen Pflanzenschutz, ja, synthetischer. Ich bin heute noch der Überzeugung, dass es funktioniert, beziehungsweise es funktioniert ja schon fast 30 Jahre. Mein Name ist Joshua. Ich bin hier auf dem Hof für die Transport- und Maschinentätigkeiten und bin Mann für alles. Ich bin Dorothea. Ich schaue auf dem Hof nach den Kühen. Auf der Weide kontrolliere ich den Zaun und schaue nach dem Wasser. Mein Name ist Jonathan. Ich bin hier auf dem Betrieb für die Fahrzeuge zuständig. Nebenbei bin ich Land- und Baumaschinenmechatroniker Meister inzwischen. Landwirt habe ich auch noch die Schule gemacht. Ich bin die Maria. Ich bin die Frau vom Anton. Ich bin Manager meiner Familie. Und das ist Xaver. Ja, meine Aufgabe ist hauptsächlich einfach die Tiere zu versorgen, Tiere in den Schlachthof fahren und im Sommer halt die Ackerarbeiten. Ja, von klein auf haben wir hier auf dem Hof mitgearbeitet. Nie anders gewohnt gewesen, die Landwirtschaft. Ja, es macht einfach Spaß. Welche Form? Wir machen Mutterkuhhaltung und die Tiere, wo wir dann haben, mästen wir aus. Wir sind Bio, effektiv habe ich 92 aus Überzeugung den elterlichen Betrieb umgestellt. Dann haben wir 2000 den neuen Stall gebaut. Was für mich, für die Tiere einfach wertvoll ist, ist das Sonnenlicht, ja, und die Morgensonne. Und deshalb ist unser Stall nach vorne hin offen und die Tiere sind zufrieden. Ja, im Endeffekt ist es so, dass ohne unsere Unterstützung wäre so ein Betrieb gar nicht möglich. Und deswegen helfen wir da tatkräftig mit immer. Wir haben Grünland und Ackerbau. Wir sind effektiv ein Gemischtbetrieb. Der Dinkel ist eigentlich die hauptsächliche Ackerkultur, wo wir in erster Linie Grünkern machen. Und in zweiter Linie ist er mehr oder weniger Verkaufsfrucht für Kornwaremehl. Wir machen einfach ausgefallene Sachen, wo man einfach sagt, über Sonderkulturen wie ja, Kümmel, Koriander, Linse, Leinsamen, Senf, einfach die Nischenprodukte aufrechtzuerhalten, Kräuteranbau. Die bäuerliche Erzeugergemeinschaft, die ist einfach der Partner von unserem Betrieb. Uns ist einfach wichtig, dass unsere Tiere regional und wenn wir sie haben, also wenn sie ausgewachsen und schlachtreif sind, abgenommen werden und dafür ist einfach die Besch schon über 20 Jahre jetzt da gewesen und daher sind wir zufrieden. Heute ist es so, dass wir die Tiere auswachsen lassen und die Bulle werden mehr oder weniger mit 20, 22 Monaten verkauft, haben dann Lebendmasse, sag ich jetzt mal, von 800, 900 Kilo und die weiblichen Tiere werden so 28 Monate, wenn alles gut läuft. Ist es so, dass jede Kuh ein Kalb hat. Die Kühe haben ihr Kalb bei sich, beziehungsweise das Kalb ist so lang, wie die Kuh Milch gibt bei der Mutter und kann dann so viel Milch trinken, wie es will. Im biologischen Bereich wollen wir ja die Tiere optimal versorgen. Optimales Raumklima, beziehungsweise Wohlfühloase, weiches Bett. Das ist eigentlich noch die Steigerung, dass einfach der Mist rauskommt. Das ist unsere Biogasanlage bzw. unsere Bettonkuh, die zur Ergänzung von den anderen Mutterkühen bzw. Tieren den natürlichen Kreislauf schließen tut. Dass die Tiere Mist produzieren und die Biogasanlage den Mist nochmal verwertet. Durch den Dünger können wir dann wieder Dinkel, wo einfach höhere Bedarf an Nährstoffen haben, anbauen. Unsere Tiere sind uns wichtig und wir schätzen unsere Tiere wert, respektieren sie, so wie sie sind. Und das erhoffen wir uns auch von den Kunden oder von den Verbrauchern, dass unsere Arbeit entlohnt ist und ja, der Respekt gezeigt ist.